Guten Tag und willkommen zurück hier bei Super Mario Maker 2 Story Mode. Es geht weiter mit Auf die Dauer hilft nur Power. Rote Powerblöcke sind mächtig. Halte Y gedrückt, um einen aufzuheben. Und lasse den Knopf los, um den Block zu werfen. Pow! Diese mächtige Druckwelle muss ich genauer erforschen. Von Dr. Wunderlich. Ich meine, das habe ich schon mal vermutet. Ich glaube, das ist Igitt, oder? Mal schauen, was uns hier erwartet. Natürlich nicht mal schauen, wer das ist, sondern mal schauen, was uns hier erwartet, klar. Weil ich denke nicht, dass da irgendwie was aufgedeckt wird. Ach so! Das bezeichnen die als rot? Ich würde das eher so als braun einschätzen. Naja, okay. Achso, ich habe jetzt auch wieder die 60 FPS Video... Scheiße. Ja, gut. Das sah... Ich dachte, das sieht anders aus, wenn die angreifen. Dass das irgendwie länger dauert. Oh, da oben gibt es einen Bonus. Ja, ich habe die 60 FPS Videovorschau wieder aktiviert. Das heißt, ich kann wieder vernünftig zocken. Oh, nice. Okay, netter kleiner Bonusraum. Also, falls ich jetzt irgendwie großartig rumfailen sollte, liegt das auf jeden Fall an mir. Und nicht mehr am Programm. Wobei, ich glaube, ich habe das schon mal erklärt. Bei mir ist das trotzdem so ein bisschen komisch. Die Videovorschau ist trotzdem... Also, die ist trotzdem nicht so gut wie jetzt der richtige Videomodus, wenn man direkt über den Fernseher spielt. Ach, scheiße. Ja, ich wollte noch schnell hochjumpen. Weil es mir gerade erst so in den Sinn gekommen ist, okay, das könnte sich voll ausbreiten und... Ja, genau das tut's auch. Okay, keine Fails mehr für den Part. Das war jetzt einmal mega dumm, aber es reicht dann auch. Fails jetzt nur noch an schweren Stellen. Nice. Brauchen wir zwar nicht, aber... Nett, das Secret gefunden zu haben. Zack. Hä? Ach, muss man das dann... Ah, okay. Man muss das dann wahrscheinlich so werfen. Ja, okay. Keine Ahnung, warum ich das gerade nicht hinbekommen habe. Weil das war eigentlich... selbstlösend, das Rätsel. Aber naja. Was soll's. Alles klar. Ja, netter kleiner Level. Mir gefällt auch die... Die Aufmachung, der Stil vom Level. Dieses Super Mario 3D World Dschungel-Thema. Finde ich sehr cool. Okay. Nächster Level. Der Parakäfer-Flüsterer. In diesem Level muss man geschickt von Parakäfer zu Parakäfer springen. Aber Vorsicht, es ist einfach... Parakäfer zum Steigen zu bringen. Zum Sinken bekommt man sie aber nicht so leicht. Ja, okay. Ich weiß ja, wie die Viecher funktionieren, also alles gut. Oh, okay. Ja, nettes Thema auch. Das dunkle Sternenthema. Ja, okay. Wir haben ja aber genug Parakäfer.
immer so ein bisschen springen, dann kann man die auch zum Sinken bringen. Aber ich denke, ich werde hier die ungefähr auf diese Höhe bringen. Alle einfach so ein bisschen unterschiedlich haben, auf einer unterschiedlichen Höhe. Und dann passt das schon. So. Und dann fliegen wir ganz entspannt ins Ziel. Nice. Ich finde es übrigens gut, dass sie den letzten Ton geändert haben von dem Super Mario Bros. Ending-Jingle. Wenn man die Zielflagge erreicht hat. Das war ja vorher immer so ein leicht anderer Ton. So ein traurigerer Ton. Ganz am Ende. Das war dann immer irgendwie da 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 da. Anstatt halt dieser höhere Ton, der einfach besser passt. Ja, so ein paar Leute von euch werden sich da wahrscheinlich noch dran erinnern können. Wilde Bum-Bum-Party. Gahaha, ich habe ganz viele Bum-Bums eingeladen und in der windigen Stadt hier feiern sie jetzt ein ausgelassenes Fest. Wer das Ziel erreicht, kriegt einen Haufen Münzen von mir. Aber das dürfte wohl unmöglich sein. Okay. Ich glaube, das kann ich am besten beurteilen. Aber wie gesagt, es ist nur im originalen Super Mario Bros. So. Mit dem, Ending-Jingle. Dass es da diesen Ton gibt. Diesen veränderten. Oder diesen Originalton halt. Oh, okay. Ach komm, ey. Okay. Ich dachte, der... Ah, vielleicht hat der den Schlüssel. Ja. Alles klar. Ja, okay. Gehen wir hier runter und kriegen wir noch ein paar Münzchen. 3. Okay. Ich hätte zwar gern alle gehabt, aber was soll's. Ich denke so langsam nicht mehr, dass wir die noch brauchen werden. Okay. Was ist hier los? Ah, okay. Ah, nice. Okay, ist anscheinend ein längerer Level. Oh. Na, komm schon. Ah, okay. Sowieso nur ein Pilz. Brauchen wir nicht. Komme ich daran? Da unten ist noch ein Bonusbereich. Okay. Ah. Na gut. Und da wäre auch noch eine Röhre gewesen, aber... Ich muss ja nicht jeden Quatsch mitnehmen. Da oben sieht es so aus, als könnte man da rein. Tatsache. Ja, nice. Und so erreicht man auch die Zielflagge. Okay, was hast du als nächstes für uns? Riesenkugel-Willi-Verfolgungsjagd. Hahaha,
Nachdem ich meine Festung mit Riesenkugelwillis ausgestattet habe, sollte sie nun wirklich sicher vor Mario sein. Aber das habe ich in der Vergangenheit auch schon oft gedacht. Und dann, naja, ich brauche auf jeden Fall jemanden, der mit Y durchsprintet und alles nochmal testet. Papa von Anonym? Wer kann das wohl sein? Okay. Mit Y durchsprinten. Hey, ja, so nicht. Ah, okay. Nice. So, wie kommt Bowser hier eigentlich durch? Oh, shit. Okay. Nein, ich spacken. Das war gemein. Oh, da habe ich zu langsam gedacht. Da habe ich zu langsam gedacht. Mir ist gerade so in der letzten Millisekunde aufgefallen, aber da hatte ich leider schon den Sprungknopf gedrückt. RIP. Jetzt habe ich wieder Zeit verloren. Hä? Was hätte man da denn machen müssen? Ach so, da wäre was rausgeschossen gekommen und dann hätte man... Ah, okay, ja gut, aber das kann man ja nicht wissen. Schade. Oh. Okay. Ja, auf jeden Fall nette kleine Challenges dabei. Da gab es auf jeden Fall einiges an Wiederspielwert. Wenn man da wirklich alles mal sammeln möchte, dann hat man auf jeden Fall eine schöne Challenge. Okay. Machen wir aber nicht. Wir machen weiter mit der Weg zum Wandsprungmeister. Ich habe ein paar richtig hohe Klippen gebaut, wo man seine Wandsprünge perfektionieren kann. Wer hat Lust? Einfach an einer Wand B drücken. Na gut, ganz so einfach ist es vielleicht nicht. Doch. Genau so einfach ist es. Okay, ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt nicht auf die Schwierigkeit geachtet. Aber es wäre auf jeden Fall cool, wenn es hinterher noch so ein... so Hardcore-Levels geben würde. Die echt, ein bisschen schwieriger sind. Oh. Ah, shit. Gut, da habe ich ein bisschen verkackt, aber zum Glück stirbt man nicht, wenn man runterfällt. Also, naja, was soll's. Aber so einen ähnlichen Level hatten wir ja schon mal, da, wo es so runtergegangen ist. Und man auch ganz oft Wandsprünge machen musste, damit man nicht runterfällt und verreckt. Also das ist Scrolling nach unten, meine ich. Meine ich mit, wo es so runtergegangen ist. War jetzt nicht wirklich spezifisch. Da, wo es so runtergegangen ist. Das Scrolling nach unten. Das Level bei Nacht. Mit dem Gift. Ich
glaube, da war auch Gift dabei. Ja, das war auf jeden Fall sehr cool. Und so eins nur noch schwieriger hätte ich dann auch nochmal gerne. Okay, wir haben fast 5000 Münzen. Aufträge zu vergeben. Im Eiszapfenregen. Um die Kinder bei Laune zu halten, habe ich einen kleinen Hindernisparcours gebaut. Mit ein paar gezielten Hechtsprüngen sollte auch der Unsportlichste das Ziel erreichen können. Ah ja, wie man einen Hechtsprung ausführt? Na, mit Y sprinten und dann R drücken natürlich. Der Sportlehrer. Wer ist das? Dieser Football-Chuck? Nee, oder? Oh. Da hätte ich groß springen müssen. Oh, shit. Da hätte ich natürlich keinen Hechtsprung machen dürfen, ist klar. Warum bin ich gerade so unkonzentriert? Naja, egal. Komm, jetzt schaffen wir's. Ja, komm, Luigi. Ich habe jetzt zweimal gefailt. Kann doch nicht dein Ernst sein. Okay. Nice. Aber irgendwie fühlt sich das so an, als hätte ich den Level schon mal gespielt. Oder hatten wir schon mal so einen ähnlichen Level? Puh. Naja, keine Ahnung. Machen wir weiter mit ein aus Koopas. Ich denke, für ein, zwei Level sollte die Zeit noch reichen. Ist wieder Zeit für die große Gehirntraining-Show. Wird unser Kandidat die einen Ausschalter so geschickt betätigen, dass die Koopas ihr Ziel erreichen? Ich weiß nicht, ob man es gerade gehört hat, aber naja, egal. Machen Sie sich bereit für ein aus Koopas. Viel Erfolg. Danke, Toad. Oh Mann, ey. Ja, okay. Konzentrieren wir uns aufs Zocken. Nein, ich bin doch gesprungen, nur ich hab mich halt bewegt wie so ein Vollidiot. So. Easy. Oh, ja, okay, dumm. Wenn ich mich hier ein bisschen beeile, dann schaffe ich sogar noch ein zweites Level. Was wünschenswert wäre. Einfach aus dem Grund. Oh. Ups. Um das Ganze mal hier fertig zu bekommen. Aber so wie jetzt nichts. So wie jetzt absolut nichts. Was mache ich denn für einen Scheiß? So. Ja, okay, nice. Ich habe die ganze Zeit gezögert. So ein Idiot. Ah, okay. Nice.
Wenigstens habe ich die zweite Falle noch rechtzeitig erkannt. Moment mal, was? Oh, Scheiße. Es könnte echt sein, dass ich hier gerade zu blöd für bin. Ach so. Ah, okay. Erst anmachen und dann hochschleudern. Na, okay. Dumm. Oh Mann, ey. So. Oh shit. Gab's hier einen Checkpoint? Ich glaube nicht. Ist er weg? Okay. Ja. Boah, ich hätte alles nochmal von vorne machen müssen, glaube ich. Okay. Das hätte mich jetzt richtig angepisst. Ja, okay, komm. Machen wir einfach noch eins. Schuhe gegen Wolken. Dieser Level sollte alle zum Schwitzen bringen. Leider fehlt mir die Zeit, ihn auszuprobieren. Aber dafür gibt es ja eine Lösung. Outsourcing heißt das Zauberwort. Also wer möchte für mich den Goombas ihre Schuhe klauen und über die Mampfer ins Ziel laufen? Ich will. Warum hat man die eigentlich nicht einfach Mancha genannt im Deutschen? Ich meine, so das englische Wort Munch? Ich meine, ja klar, anders. Es ist ja so, dass das Wort Munch eigentlich, oder Mancha halt aus dem Englischen kommt. Also dieser Begriff für diese Viecher. Aber manchen gibt es ja auch im Deutschen den Begriff. Also hätte man die ruhig so benennen können. Oh. Ach so, okay. Ich dachte, da könnte man rein. So. Ach so, der kann die Wolken wegmachen, ne? Ja, okay. So. Ja, ich hätte den Namen ganz witzig gefunden, weil... Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, weil ich dumm im Kopf bin und deswegen den Begriff Manchen witzig finde, aber... Naja, das ist eine andere Sache. Oder, wer weiß, vielleicht denkt ihr ja genauso. So, zack, nehmen wir uns mal den Schuh. Damit können wir auch da hochflattern. Was zum Teufel? Was ist das für ein Sound, ey? So, da gab es nämlich eine Coin. Nice, schön. Und runterstampfen. Wir nehmen hier einfach mal alles mit. Ja, netter Level. Und hat jetzt gar nicht mal so lang gedauert. Also passt alles wunderbar in den Part. Nice. Gut. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen.
Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Schloss der Hotheads wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao.